2 Tage, 4 Hallen, 6 Spielfelder, 5 Bundesländer, 63 Mannschaften und über 750 Sportlerinnen und Sportler. Die Spielgemeinschaft AC Eintracht Berlin lädt zum traditionellen Ostercup und alle sind begeistert. Dass man auf verschiedene Mannschaften trifft, die aus verschiedenen Bundesländern kommen. Und ja, das finde ich ganz nice. So reisen Teams aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und aus ganz Berlin nach Marzahn-Hellersdorf, um sich gegen Mannschaften von der F bis zur C-Jugend zu messen. Auch die männliche C-Jugend des Ausrichters ist natürlich dabei und die Berliner zeigen in beeindruckender Weise, dass sie durch eine starke Verteidigung und ein tolles Zusammenspiel in der Offensive gegen meist physisch stärkere Spieler definitiv überzeugen können. Das Ergebnis kann sich durchaus hören lassen. Es ist halt cool, wenn du so mit so einer Mannschaft dann Platz 5 holst. Hier alle Ergebnisse nochmal im Überblick der Spielgemeinschaft AC Eintracht Berlin. Die Bilanz ausgeglichen, 2 Siege, 2 Niederlagen und ein Unentschieden. Abgerundet wird der tolle Turniertag mit dem Finale, also dem Spiel um Platz 1, bei dem sich die Gruppensieger aus Leipzig, hier in Gelb, und aus Brandenburg gegenüberstehen. Die jungen Männer aus der Havelstadt behaupten sich gut gegen die Kontrahenten von der Pleiße, doch immer wieder finden die Leipziger Mittel und Wege zum Tor. Phasenweise fehlt aber auch bei den Favoriten aus Sachsen die Ruhe in der Vorwärtsbewegung. Das Spiel deshalb eng, knapp und spannend bis zum Schluss. Am Ende jubeln dann aber doch die Leipziger über einen 21:20 Sieg. Es war schön für uns, dass wir nach der langen Corona-Pause wieder mal ein Turnier mit so vielen Mannschaften erleben durften. Und ja, wir sind natürlich sehr glücklich über den Sieg. Gerade beim Ostercup zeigt sich, wie viel Freude die Jüngsten bei Sport und Bewegung haben können, solange das Spielerlebnis vor dem Spielergebnis steht. Unter anderem lernen sie den Spaß am Spiel mit dem Goalscher-Ball. Der wird nicht aufgepumpt, lässt sich besser fangen und tut auch nicht so weh, wenn man mal getroffen wird. So sind auch die Minis der weiblichen FU mit Feuereifer bei der Sache. Es ist toll, dass wir zusammenspielen können. Und haben Sie Lust bekommen auf Handball oder wäre das vielleicht etwas für Ihr Kind? Dann melden Sie sich doch einfach bei der Spielgemeinschaft AC Eintracht Berlin. Hier freut man sich immer, neue Gesichter begrüßen zu dürfen.